Hallo, ich freue mich, dass ich heute wieder mit euch tanzen darf. Wieder einen Alleintanz, eine Kleinigkeit vom Cha-Cha-Cha, dann Chucharia den Cha-Cha-Cha. Nachstellschritt zur Seite und ein Cha-Cha-Cha. Jetzt haben wir den linken Fuß frei, mit dem machen wir eine Kreuzwiege drüber und ein Cha-Cha-Cha nach links mit einer Viertel-Linksdrehung. Cha-Cha-Cha, Viertel-Linksdrehung. Drei Schritte vorwärts, vorwärts gehen und Kick mit Klatsch. Und drei Schritte rückwärts und Touch mit Schnipp. Das ist schon alles. Es beginnt schon wieder von vorne mit Nachstellschritt und Cha-Cha-Cha. Kreuzwiege drüber, Cha-Cha, drehen. Vorwärts gehen, Kick mit Klatsch, rückwärts gehen, Touch mit Schnipp. Ja, kurze Choreografie. Wir können gleich starten mit Musik. Die Musik ist relativ lang. Wenn du zum Beispiel zu langweilig wird, immer wieder nur dieses kurze Stückerl zu tanzen, obwohl es ein bisschen in sich hat, da kann man mal zum Beispiel bei diesem Nachstellschritt vor dem Cha-Cha-Cha, könnte man eine Drehung einbauen mit Drehen, Hum und Cha-Cha-Cha. Und dann geht es weiter mit der Kreuzwiege. Wer mag, kann das zum Beispiel machen. Oder wir können ein bisschen spielen bei diesem Rückwärtsteil mit dem Touch mit Schnipp. Da kann man zum Beispiel einmal auch einen Kick machen. Oder man kann irgendeine andere Pose machen, Hände einstützen. Oder wenn man einen Hut auf hat, den Hut ziehen. Was auch immer man will. Diese Musik Represent Cuba ist relativ langsam. Man kann natürlich jede andere Cha-Cha-Cha-Musik auch verwenden. Dann wird es entsprechend schneller. Viel Spaß! Oh,
with the money, money. Danke sehr. Viel Spaß damit.